Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, haben wir die Neo Arc abgeschlossen, Leute. Und bin jetzt frisch wieder dabei hier. Allerdings, Freunde, bevor wir da jetzt reingehen, möchte ich ganz kurz nochmal ganz kurz nach oben. Weil da haben wir ja noch ein paar neue Räume gesehen. Ne? Und da würde ich jetzt ganz gerne mal gucken, was da so drin ist. Jo, ich bin jetzt wieder da hier bei Parasite Eve 2. Schön hier an einem Sonntagmittag. Und ja, mit ein bisschen Apollinaris wieder verstärkt. Und ja, dann kann es mal weitergehen hier auf die nächste Aufnahmesession. 3 Folgen am Stück, Leute. Jo. Dann würde ich mal sagen, war doch hier das Underground Parking, ne? Moment. Genau, vorne links. Da war die noch verschlossene Tür. Da würde ich sagen... Oh, wieder diese Sounds im Hintergrund, ey. Tiefgarage. So. Genau, Leute. Was haben wir denn hier? Ach, wir haben hier... Bowman. Alles klar, Leute. Dann möchte ich gleich allerdings... so. Dann schießt man schneller jetzt. Da seht ihr den mal, den Bowman, Leute. Genau. Der heilt sich nämlich. Der Penner. Aber da ist er schon tot. Durch unser Dauerfeuer geht das eigentlich relativ schnell. So. Ja, wir haben hier das Underground Parking. Ich wollte auch noch hier oben noch was anderes machen. Ich glaube, das mache ich auch erstmal. Weil diese Maschinen, die kann man ja abstellen, Leute. Das habe ich allerdings beim letzten Mal vergessen. Ich bin in der Neo Arc also mit aktiven Maschinen rumgerannt. Ach, wieder diese Gaskammer hier, Leute. Schnell weg. Wirklich. So. Gibt's am Telefon irgendwas Neues? Rupert. Ah, also eine Barriere. Der hat ja so gesprochen. Ich sag nicht, dass NMC schwach sind. Aber der wahre Freund ist der Typ mit der Barriere. Hör gut zu. Jeder Gegner hat eine Schwachstelle. Finde erst einmal die Schwächen des Gegners heraus. Das machen wir, Rupert. Das machen wir. Alles klar. Schön, dass du dich auch mal wieder meldest bei uns. Ja, der Pierce, der sollte ja eigentlich jetzt noch hier drin sein, ne? Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob der noch da ist, Leute. Oh, tatsächlich, hier ist noch eine Musik, Leute. Hier ist ja dieses Riesending, ne? Mir wird schlecht, wenn ich hier stehe, ja. Alles klar, ja, da würde ich sagen... Geh noch mal kurz hier hoch. Ich will wissen, ob der Pierce noch da ist. Er ist tatsächlich noch da, Leute. Hier. Coole Sache, ja. Ich wusste, dass du es schaffst. Aber es ist noch nicht zu Ende. Das Kraftwerk dient nur der Verstärkung der Energie. Der Feind hockt weiter unten. Wie es scheint, dient diese Larve als Reaktor. Da unten ist was, was die Larve versorgt. Das muss die Königin sein, die die NMC steuert. Wenn wir die Königin finden haben, ist der Fall gelöst. Aha, also eine Königin. Um dorthin zu gelangen, musst du den Lift nach neben der Neo Arc nach unten nehmen. Sei vorsichtig. Ja, Pierce, das weiß ich, aber ich würde ganz gerne genau hier diese Sicherheitssysteme ausmachen. Wo sind die denn? Sensorentasten. Da ist das Licht, okay. Irgendwo hier waren die Sicherheitssysteme. Fahrstuhl in Betrieb. Kamera. Was war das? Da, Leute, Sicherheitssystem ein. Das habe ich beim letzten Mal voll vergessen, Leute. Das sind diese nervigen Kameras, die wir da haben. Mach die mal aus. So, Sicherheitssystem aus. Das nervt. Gut, Pierce, vielen Dank nochmal für die Zusatzinfo. Sei vorsichtig. Gibt es hier an dem Telefon nochmal irgendwas? Okay, ich werde es weiterleiten. Gut, Leute, wir müssen runter. Alles klar, würde ich mal sagen. Gehen wir mal. Ja. Es handelt sich also hier um eine... Was war das denn gerade? Das hat voll gebuggt gerade, habt ihr es gesehen? Naja, egal. Es handelt sich also um eine Königin. So, so. Ah, der Emerius hat wieder ein Video kommentiert. Finde ich sehr nett von ihm. Vielen Dank, Emerius. Nein, nein, wir wollen noch nicht runter.
Wir wollen erstmal gucken, was da noch so ist in dem Underground Parking, Leute, weil das da runtergehen, da habe ich noch so ein bisschen Angst vor, deshalb ja. In der Kiste ist nichts mehr drinnen, ne? Moment. Wir haben uns vernünftig ausgerüstet. Das ist ganz gut. Alles klar. Wieder durch die Gaskammer hier durch. Schnell raus hier. Gut. Gut, dann machen wir nochmal kurz das Underground Parking. Und dann gehen wir wirklich da runter, Leute. So, hier nochmal kurz, ne? Ach, diese Sounds. So, hier waren wir ja stehen geblieben, ne? Hier ist auch eigentlich nur ein Gang, ne? Genau. Aber stylische Tür, schaut mal. Die sieht doch interessant aus. Joi. Aha, da sind nämlich wieder so Maschinen da oben. Seht ihr? Gut, dass wir die nämlich gerade ausgemacht haben hier. Können die uns nicht mehr nerven hier. Oh. Ihr seid ausgeschaltet. Genau. Das war's auch schon. Das hätte wesentlich nerviger werden können, wenn wir da nicht eben kurz hingegangen wären. Moment mal, wie viel XP haben wir? 867, das ist nicht viel. Ah, Leute, schaut mal, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite von dieser Tür hier in dem Kontrollraum. Kontrollraum, genau, Schloss entriegelt. Die war ja zu beim letzten Mal, ne? Jetzt ist er wieder hier. Genau, jetzt ist er offen, Leute. Da können wir also hier rein. Was ist das denn? Oh Mann, das ist, glaube ich, dieser Raum, wo die Soldaten drin waren. Oh Mann, wir können da rein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der Kontrollraum. Ob die Golems etwas erfunden haben, als sie hier... Das Licht ist so grell. Ah, da werde ich schon ein bisschen nervös, wenn ich hier drinne bin. Ganz ehrlich. Also, das ist schon... Warum kann ich denn hier nicht... Ach, du Heilige. Die Anlage für die Golems. Wohl für Kälteschlaf. Golemanlage. Ach du Scheiße, Leute. Das Licht ist so grell. Ach du Heilige. Was ist das? Golem-Warnsystem. Ah, jetzt wird's interessant, Leute. In jedem Behälter sind hier 8 Golems enthalten. Okay. Bei Bedarf im Kontrollraum die Entfrostung einleiten. Das hat Nummer 9 schon gemacht. Schaut mal, Leute, jetzt kommen die ganzen Golem-Beschreibungen. Sehr interessant für unsere nächsten Gegner. Porn-Golem. Farbe grün. Typ Wachposten. Luke-Golem. Farbe grau. Typ Nahkämpfer. Night Golem. Farbe Violett, Typ Nachtjäger. Bishop Golem. Farbe Rot, Typ Kommando. Ach du heilige Scheiße, Leute. Die ganzen Typen, die sie hier festgehalten haben. Androiden. Sie wurden hier gewartet. Es ist zu kalt. Die ganzen Typen sind wirklich ehemalige Soldaten. Das heißt, die haben einiges auf dem Kasten. Meine Güte, das kann heiter werden, du. Das kann heiter werden, Leute. Schnell hier raus, ey. Ich habe keinen Bock hier drin zu sein. Gut, was haben wir hier noch? Gehen wir mal hier in diese Richtung weiter. Einfach nur ein Gang. Ja, ja, ist okay. Aber da ist noch eine Tür, ne? Genau, da ist noch eine Tür. Tiefgarage. Noch ein Telefon, aber ich glaube, die sagen nichts mehr zu uns. Ein Hydrauliklastenträger. Damit werden Container gestapelt. Lastenträger. Ah, Parkplatz oder sowieso, so sieht das aus, ne? Was ist denn das hier? Das Bedienungspult für die Abstellplätze. Oh. Dein Schlüssel. Cool. Wir kriegen einen Autoschlüssel. Die Lampe leuchtet nicht. Wahrscheinlich kein Strom. Garagentor. Ah, wir können hier also... Es lässt sich durch das rechte Schaltpult öffnen. Ja, aber da wir keinen Strom hier haben, Leute, bringt das nichts. Ah, okay. Notration. Brauche ich nicht. Notration für den Bunker. Ein Container mit Notration. Er ist verschlossen. Ja, ich glaube, Leute, wir müssen jetzt tatsächlich... Wir können hier nichts machen, Leute. Hier ist da auch noch sowas, ne? Das Pult für das Tor.
Na ja, gut. Ich glaube, ein Tor für die Nutzfahrzeuge ist es verschlossen. Ne, Leute, hier können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen jetzt da runter. Dahin. Oh Mann, Leute, ich will nicht. Ich hab's versucht, so lange wie möglich rauszuzögern. Aber jetzt kann ich es nicht mehr rauszögern. Ich muss dahin. Alles klar, weil jetzt wird es nämlich ziemlich heftig, Leute. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die Story wird krass. So, Leute. Dann auf nach unten. Aber nicht durch die Gaskammer. Ich will nicht durch die Gaskammer. Ich will lieber hier lang. Ach, diese Sounds im Hintergrund. Ey, wirklich genial. Also die Musik hier in dem Spiel ist wirklich 1A. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Moment. Sind in der Mine noch Gegner? Nein. Alles klar. Gut. Dann bleibt jetzt wirklich nichts anderes mehr übrig, als da jetzt reinzugehen, Leute. In den Raum, in der Neo Ark. Den abgesperrten Raum, ne? Genau da, wo wir schon mal drin waren, wo ich auch schon so Schiss hatte wegen der Musik. Genau, da gehen wir jetzt hin, Leute. So. Dann wollen wir mal, Leute. Hier, Particular Area Connected In. Das Zentrum der Barriere. Rein da, Leute. Wir müssen da rein. Ach du Heilige. Was ist denn hier los? Ach du Heilige. Ja, Leute, hier sind diese Boxen. Schaut mal. Die ziehen uns MP ab, Leute. Schaut euch das mal an. Putz. Oh, und wieder diese Scheißmusik, wirklich. Oh. Ey, ihr Boxen, lasst immer meine MP in Ruhe. Das sind Schallwellen oder so, ne? Verdammt interessant hier. Ja, verdammt interessante Technologie, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Auf jeden Fall haben wir die Boxen jetzt erstmal kaputt gemacht. So. Oh, diese Musik, ey, wirklich. Haben wir es jetzt? Mach die Musik weg. So. So. Wir kriegen 0 MP und 0 HP. Von den Boxen. Hier, die Boxen, Leute. Was ist mit den Tönen? Oh nee, da ist die Musik wieder. Oh. Hm, kaputt. Ja, hast du kaputt geschossen, ey. Oh, gut, Leute. Müssen hier rein. Warning. Ach du Heilige. Okay, Leute. Rein da. Gut. Jetzt wird's spannend. Boah, Leute, schaut mal. Ich find's schade, dass mir das nicht angezeigt wird, aber wir fahren gerade mit dem Aufzug nach unten. Das wird irgendwie nicht angezeigt, keine Ahnung warum. Aber ja. Meine Mitochondrien? Nein, sie resonieren. Was ist los? Dieses kribbelige Gefühl in den Poren. Raus hier. Oh Gott, Leute. Wo bin ich denn hier? B6 Shelter. Ach du Scheiße, Leute. Wir kommen immer näher auf irgendwas zu. Und irgendwas zieht uns Energie ab. Mach die scheiß Boxen kaputt. Los. Die ziehen uns Energie ab hier. Also irgendwas will hier irgendwas beschützen, Leute. Ihr könnt es sehen. Wenn ich jetzt mal versuche, hier einen Feuerball zu machen, bringt nichts. Null, Leute. Wegen der Box da vorne. Die ziehen Energie ab. Wir müssen einfach hier diese Boxen kaputt machen. Ach du Heilige. Die schwächen uns schon ganz schön, ja? Dann baller einfach mal vorne da drauf da. So. Gott sei Dank, ey. Die scheiß Musik ist weg. Leute. Ah, schneller. Jetzt kann ich, glaube ich, auch einen Feuerball machen. Genau, Leute. Jetzt kann ich Feuerball machen. Und, ja. Oh. Mhm. Kleines Mädchen, Leute. Kleines Mädchen. Habt ihr gesehen? Das benutze ich beides. Bitte, ey. Ich brauche volle Energie jetzt hier. So. Alles klar. Ja. Was haben wir denn hier? Ist es kaputt? Das Geräusch ist weg. Ja, Eier, du hast es kaputt geschossen. Ach du Heilige. Kaputt? Keine Töne mehr. Das hier auch kaputt. Es hat aufgehört.
Ja, das ist schon echt eklig hier, ne? Und wir sind hier an irgendwas dran, Leute. Gut, gehen wir hier rein. Gott, Leute. Jetzt, da, wir sind wirklich... Ach du Heilige, noch mehr Boxen. Ach du Heilige, Leute. Ja, das ist der nächste Bossfight hier. Moment. Hier brauche ich definitiv einen Granatenwerfer. Komm, lad nach. Der macht nämlich hier so verschiedene Attacken. Ausweichen. Und schießt da drauf. Da macht die Boxen im Arsch. Weil die Boxen, die unterstützen, glaube ich, das Ding, ne? Und schaut mal hinten. Das Kind, Leute. Das Kind steuert das Riesending. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Das machst du bitte nicht, Leute. Gut, Leute, wisst ihr was? Ich brauche hier einen Energy Shot. Oh. Oh. Schaut euch mal die Attacken von dem an. Aber wir lassen den gar nicht erst attackieren. Wir ballern einfach mit unseren Granaten weiter drauf hier. So. Du kannst versuchen, was du willst, Junge. Ein Riesenbowman. So. Gut. Genau dafür... Boah, hört euch mal die Musik an, ey. Ganz schön gruselig hier, ja. Genau, Leute. Genau dafür habe ich mir so viele Granaten gekauft. Genau dafür. Boah, das Mädchen, ey. Hör mal auf da. Ich will dir doch nichts Böses, Mensch. Ich will dich hier beschützen. Aber genau, Leute, das ist die Barriere. Das ist die Barriere, die sich das Mädchen aufgebaut hat. Dieses Riesenvieh. Dieser Riesenbowman. Damit hier auch ja keiner reinkommt. Das Vieh, das Kind hat nämlich Angst. Leute, so sieht's aus. Jetzt hör doch mal auf. Wie viel hältst du denn aus? Sag mal. Gott, ja, das ist schon eine heftige Szene. Wenn man sich alleine mal die Musik im Hintergrund anhört. Ich bin mal ein bisschen ruhiger. Das ist schon atmosphärisch saugut. Wir haben ihn, Leute. Wir haben die Barriere durchbrochen. Oh, schaut euch das an. Und ein Bonus, Leute. MP-Wasser definitiv nutzen. Oh. Kein Platz mehr dafür. Wisst ihr was? Ich nehme die Bugshots raus. Komm. Tauscht die mit Dringerlösung. Weil, ich kann euch eins sagen, die Bugshots brauche ich jetzt nicht mehr. Oh. Kleine Katze. Kyle. Endlich haben wir ihn. Der Kleine ist unser Ziel. Ja, ja. Ja, ich weiß. Okay, bringen wir es hinter uns. Nein, 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 nicht kaputt schießen. Oh, Filmszene, Leute. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja. Klein A, ja. Och, seht ihr, die Kleine ist doch ganz normal. Okay. Der Kyle ist also auf einmal aufgetaucht. Hey, Aya. Dieses süße Ding. Ist sie denn so gefährlich? Psst. Leise. Dieses Kind. Sie heißt Eve. Stand auf dem Helm. Ihre Seele ist sehr rein. Ich weiß es. Hm.
seinem Psycho-Helm. Okay. Ein Freund hat mir mal ein ähnliches Ding gezeigt. Diese Organisation versucht, über Eve die ANMCs zu kontrollieren. Krass. Deswegen wurden zuerst ihre Gefühle gezüchtet. Okay. Um sie dann durch ihre Urinstinkte zu kontrollieren. Na, es hat ja super geklappt, Leute, ne? Urinstinkte? Ja, Furcht. Gedankenkontrolle, die ihre Urinstinkte weckt. Ich glaub's nicht. Sie ist doch noch ein Kind. Ja, das stimmt. Das stimmt, lieber Kyle. Das ist richtig brutal, was die hier gemacht haben. Anscheinend hat's nicht geklappt. Das Ergebnis siehst du ja. Hm. Neomitochondrien kann man nicht kontrollieren. Wenn man überlegt, dass jeder Mensch Mitochondrien besitzt. Für die Mitochondrien war dieses Projekt die Chance. Sie mussten nur so tun, als ließen sie sich kontrollieren. Hm. Ja, das ist schon makaber. Hm. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, die ANMCs hätten sich in den Tower verkrochen. Okay. Dabei war es nur eine Demonstration ihrer Kräfte. Mhm. Gut möglich. Ich wollte aber von niemandem ausgenutzt werden. Deshalb hatte sie sich eine Barriere aufgebaut. Genau, Leute. So sieht's aus. Hm. Moment mal. Woher weißt du, dass ANMCs am Tower waren? Tatsächlich, Leute, der Kyle, der weiß mehr, als er von sich preisgibt. Verdächtig, verdächtig. Und sie quietscht erstmal eine Runde, alles klar. Gut, Leute. Wir sollen ans Telefon. Jetzt wird's interessant. Es ist Pierce, Leute, sehr gut. Wir haben bis jetzt alles richtig gemacht mit einem guten Ending. Sehr gut. Ah ja. Da steckt mehr dahinter, als uns lieb ist. Als uns lieb ist. Komm schnell. Okay. Der hat aufgelegt, einfach so. Okay. Ob das bloß ein Spielzeugtelefon ist? Rupert. Was? Ein Kind? Eve, ein Mädchen? Hm. Das habe ich nicht erwartet. Ein Glück, dass du heil bist. Komm erst mal zurück. Und bring das Kind mit. Gib mir mal deine Position durch. Ein Heli wird euch abholen. Ah ja, Leute, ein Heli, also, alles klar. Eva! Ja, Leute, wir steuern aufs Endgame zu, Leute. Wir steuern aufs Endgame zu. Wer was? Ein Kollege. Du siehst blass aus. Er hat aufgelegt. Da muss was passiert sein. Ja, die haben den Pierce festgenommen, Leute. Gehen wir lieber. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten raus hier. Ja, Leute, das müssen wir auch. Allerdings gibt es da vorne noch ein Item, was ich ganz gerne abgreifen möchte hier. Eve hat diese Bilder gemalt. Och, schaut mal, wie so ein kleines Kinderzimmer hier. Ja, okay. Blutüberströmte Menschen, verbrannte Leichen. Ein normales Kind zeichnet sowas nicht. Man hat sie ziemlich gründlich manipuliert. Ein Wunder, dass ihre Psyche noch heil ist. Haben die Mitochondrien ihre Seele beschützt? Unglaublich. Ein ziemlich bizarres Schachtelmännchen. Eves Bilder. Ja, das ist schon echt makaber, was hier gemacht wurde, wirklich. Das ist doch... Eve, ich leih's mir aus. Ein Audiogerät, Leute. Allerdings brauchen wir dafür einen Platz. Gut, wir haben nur noch Ringerlösungen fast. Das ist so episch, Leute. Gut, dann mache einen MP... Moment.
Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwas, was wir wegschmeißen können? Nö. Dann weißt du was? Schmeiß mal ein MP-Wasser weg. Und nimm das Audiogerät mit. Das ist nämlich wichtig, Leute. Zeige ich euch mal. Use. Hier, Audiogerät. Ein Mini-Displayer, Leute. Tasche bringt Konfusion und Wut vor. Das heißt, wir müssen es in die Tasche packen. Okay. Ich würde sagen, nimm das mal rein, statt die Pumpgun. So, Leute. Kriegen wir eigentlich keine Zusatztasche mehr hier? Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen... Boah! Oh Gott. Ich dachte, das kommt erst später. Da habe ich mich jetzt gerade voll erschrocken. Ach du Heilige. Okay. Ach, hier diese Gasmusik. Okay. Ja, natürlich. Geil. Ah ja, hierher. Okay. Ach du Scheiße. Das sind die Leute, die wir im Traum gesehen haben. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt ist aber wirklich hier Crunch-Time angesagt. Du auch, Kyle. Wo hat denn jetzt die Gasmaske her? Okay. Der wusste anscheinend, was hier abgeht, ne? Geil. Ach Mensch. Der Kai, was für ein Verräter. So, Leute. Hier müssen wir schnell sein. Ich werde jetzt auch nicht rumlaufen, sondern... Also klicken, sondern einfach nur dahin, wo es sein muss, weil hier ist was drin. Für Eve, dreimal am Tag. Proteinkapseln. Die sind nicht für Kinder gedacht. Ich will aber die 5 mehr HPs haben, Leute. Weißt du was? Ach, Mann. Ja, kommt. Schmeiß die Hydra weg. Warum nicht? Warum kann ich die Hydras nicht wegschmeißen, Leute? Hä? Was soll ich denn dafür entsorgen, Mensch? Ich will diese Hydra herkommen. Dann schmeiß mit MP-Wasser weg. Komm. Gut, nimm die Proteinkapseln. Ah, ja. Ich weiß, die sind nicht für Kinder gedacht. So, die nehmen wir erstmal. Nein, benutzen, Leute. So, 195 HP und dann müssen wir jetzt hier vorne. Hier ist die Eve und die schaut hier rein. Leute, mal reinschauen. Was zum... Ach du Scheiße, ja. Eves Geschwister und meine. Oh Mann. Ich will es nicht mehr sehen. Gut, jetzt müssen wir mit der Eve reden, Leute. Eve. Sie sagen, dass sie bleiben möchten. Alles klar. Kommst du bitte mit? Wir müssen hier raus, Leute. Kann man hier auf die Karte gucken? Hier, Leute, wir sind hier in diesem Growth Room. Alles klar. Wir müssen Eve hier rausbringen. Eve, kommst du bitte? Gut. Eve kommt. Wir dürfen hier nicht laufen, sondern wir müssen gehen. Weil sonst kommt die nicht mit, die Kleine. So, Leute. Schnell in den Aufzug hier. Kommst du, Eve? Kleine, komm schon. Ach, Gott sei Dank. Ein Lastenaufzug. Keine Ahnung, wohin er führt. Komm erstmal hier drauf. Einsteigen. Komm. Los, raus hier. Oh. Och, hier, genau jetzt klingelt meine Uhr, Leute. Ja gut, egal. Mhm. Ah, wir sind in der Neo-Ark wieder. Da war also der Aufzug. Und sie rennt weg. Eve, was ist los? Ja, super, Leute. Ach, du Heilige. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass jetzt hier wieder die Hölle los ist. Alles klar, Leute. Da jetzt wieder genau meine Uhr hier geklingelt hat, würde ich mal sagen, mache ich hier einen Cut rein. Das war doch jetzt wieder eine interessante Folge. Wir haben also die kleine Eve gefunden, Leute. Ein Abbild von der Aya, was die Leute hier, ja, manipuliert haben, um die ANMCs zu kontrollieren. Sau makaber, aber auch sau interessant. Gut, Leute, in der nächsten Folge gehen wir Eve hinterher.
Und ja, dann sage ich mal, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.